Hallo und willkommen zu einem 1v1. Ich bin Test Einfach nur aus Gemeinheit, dass gegen ich welche Quidan Champions Boy. ich alle habe. Und die bannen jetzt. Schön. Ich glaube, Test Wax weiß nicht, was er bannen soll. Aber weißt du, dass er bannen muss? Ja, er hat der Maul. Du hörst mich hier nicht. Jetzt sag ich niemand nochmal. Pixel, er ist nicht drin im Skybird, kannst du dich auch entmuten. Nein, ich will ja alles spannend halten. Ich will ja, dass du nicht hörst, was ich sage, weil ich glaube, ich sehe genau das, was ihr seht. Er hat Timo einfach. Ja, easy. Timo gebannt? Ich mute mich jetzt. Aha. Okay, bannt Timo. Das heißt, man wird höchstwahrscheinlich nur meine Teams hören. Meine Stimme und seine. Das ist die Feed. Ist ein... oh, er bannt einfach zu Zed, Feed. Alter. Oh, der Zed. Muss gebannt werden. Das war ein guter Band. Band. Wen bannt er jetzt? Die Spanne 1 gegen 1 Mucke. Digga, was? Er bannt Kay? Willst du ihn ficken? Ich glaube, Gnar würde noch ein schwerer Gegner sein. Jetzt pickt er. Er hält sich Varus. Bei Varus. Wie er es gesagt hat. Oh. Wer pickt? Wen pickt er? Sivir. Nee, die Sieg Battle? Er pickt Sivir. Oder ja so. Er hat ja so gepickt. Sein Main. Geil. Main gegen Main. Wäre ich er, würde ich noch meinen Summoner Spells ändern. Aber das darf ich jetzt natürlich nicht sagen. Ja, easy. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Game. Denn etwas anderes werdet ihr jetzt nicht sehen. Wahrscheinlich könnt ihr noch die Summoner Spells sehen. Aber ich halte das ja für unwahrscheinlich. Bis gleich. So, da sind wir im Ladescreen. Ja, ich habe keine Verbindung. Aber ich höre schon ein paar Sounds. So. Varus the Domain. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber Varus. Easy. Gut. Jetzt immer noch 0%. Ach, jetzt geht's los. Komm schon. Gib's mir. Mein hört einfach schon hinter kurz welche Sounds. Ich würde ja gerne leiser machen, aber. Das ist so extrem spannend. Ja gut. Wer hat sich mal gemeldet? Jetzt wieder gemütet. Und man hört trotzdem noch Hintergrund Sound. Aber jetzt geht's auch wirklich los. Mit den 1 gegen 1. Yasu gegen Varus. Creeperbosch gegen Test Rex. Hallo? gut. Wer hat sich das Spiel gedacht? Oh, nö. Warum? Hier die Kamera. Ist on point. Ich mach noch ein paar Sachen Sichtbarkeit raus. Sensor raus. Und ich kann noch was alles drin lassen, ne? Ja. So, was war und Varus hat sich als erstes den Hammer gekauft. Von MC Hammer. Und ja, so die Doppelklingen oder wie sie auch heißen, Eifer. Ich würde mal sagen, Early Game wird ja so stärker sein, weil jetzt Snowball und Barrier, das bedeutet, er kann einfach einen normalen Shot abwehren. Plus, er hat mehr Angriffstempo und 40% Crit. Und dann noch irgendetwas in den Runen.
Der ist einfach nur zum Zuschauen. Ja, richtig graben. Rüstung, wo ist mal. Wo finde ich Crit? Ja, steht da nicht. Ja, ich kann davon ausgehen, dass er genug Crit hat. Und First Blood für den Creeper. GG, WP. Mal den Chat ein bisschen weiter nach hoch machen. Weiter nach hoch. Damit auch alles sieht. Also so spannend ist es jetzt nicht, ne? Ich meine, du hast von Anfang an Kill. Wahrscheinlich hätte er sich an seinen eigenen One-on-One-Regeln. Ich hoffe, er hat sie auch erklärt. Ich glaube, Barus weiß nicht, dass er da ist. Also hätte Creeper ein bisschen gewartet. Der dodged. Oh mein Gott, that flash! Why? Why? Warum flasht er? Alter! Level 11, meine Freunde, Level 11. Der sagt, das spannende Spiel. Das ist nicht Rache. Naja. Ich hoffe, es knackt nicht so sehr, weil in letzter Zeit knackt es sehr häufig. Der hat da zu spät Scheiße gemacht. Und den Gage da? Nein. Schau dich mal den Level-Unterschied an. 4 zu 6. Und Varus ist gerade erst Level abgegangen. Und er will sofort wieder kämpfen. Bei Level 11 funktioniert das. Aber ab Level 4 nicht mehr. Denn vor allem Silber 4. Denn Creeper ist schon Bronze 4. So hart wie du engaged. Oh mein Gott. Why? Why? Es war ja genauso dumm wie Varus Flash. Aber man sieht, wahrscheinlich hat es geplant, damit er sich Phantom Dancer holen kann. Man weiß es nicht. Ich glaube, Varus geht auf. Wie schon. Ghostblade. Und es sieht bis jetzt stark danach aus. Wobei, es könnte auch Sensor sein. Und er hat das Spiel verlassen. Und wieder eingeschubt. Okay, gut. Wahrscheinlich hat er kein Internet. Und er hat eine Regel gebrochen von Creepy, also hat er sie nicht erklärt. GG, WP. Da hat er die Ulti verschossen! Und jetzt wird er kontert und getötet! Easy! Da hat er noch ein bisschen disrespected. Es war schon klar, dass es zu enden wird. Schlitz. 60 Crit gegen bisschen AD. Was ist stärker? Vor allem, weil er sich jetzt nicht sehr auf. Was ist stärker? Sag mir nur eine Sache, der stärker ist. Du hast gesagt, du besiegst mich locker, also spiele ich 100% ernst. Wow. Wow. Der tryhardet, ja. Schlitz. Der Tower wird gepusht. Schlitz, Schlitz. Schlitz, aber Schlitz. Jetzt kriegt er so auf die Fresse. Aber wie alle wissen, Jesu ist eine Missgeburt. Und ihnen ist scheißegal, ob der mal auf die Fresse bekommt. Weil er gibt die dann auf die Fresse. Vor allem, wenn du AD Carry bist. In 1v1. Und schon 1-3 stehst. Und gerade mal Hammer und Longsword hast. Und der Junge kauft sich keine Items. Er hätte mindestens jetzt schon weiteren Longsword gehabt. Und er hat das Spiel beendet. Ja.
Wahrscheinlich ein Rage Quit. Oh, doch nicht. Wisst ihr, was ich was gerne sagen würde? Ihr könnt nichts. Genau das. Ich hoffe, ich war entmutet. Ich guck jetzt nach. Und das war ich auch. Geil. Oh mein Gott. Report. Ich mein, nur mal so, der zweite Tod, wenn der beide kommt, ist beabsichtigt. Ja, der nächste Tod war auch beabsichtigt, du Arschloch. Alter. Aber jetzt, wir werden dafür erstmal sehen, was geschehen ist. Stets. Wird der Tower bleiben? Er darf nicht vergessen, 3 Minuten Verzögerung. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Stets. Boah, bester Pitfall, den ich jemals gesehen habe. Super gemacht. Kappa. Wird er einstellen? Ja, und das wird er... Oh! Hat den aus dem Leben geklatscht, Digga. Richtig halt aus dem Leben. Der ging auf schwarzes Beil. Das könnte interessant werden. Aber warum hat er sich nicht die Zwischenstufen gekauft? Er hat doch davor schon das Gold. Ist etwa ein Tricksnoop? Oder ein Noob? Also wenn er jetzt Tower dived. Dieser Flash war gut. Also da kann ich nichts sagen. Ich höre, er hat nochmal seinen Q benutzt. Irgendwann. Da hat er die Ult gemisst. So eine wichtige Quelle von CC. Auch sein einziges von CC. Also Hard CC. Und er stirbt. Da hat er den Q gemisst. Digga, was? Okay, er ist tot. Digga, was? Alter. Will er mich ficken? Meine One-U-Wats waren wenigstens noch spannend. Alter. Will er mich ficken? Einfach mal 2000 Gold in Vorteil. Also 2500 Gold. Und das beim 1v1. Da kriegt er jetzt auf die Fresse. Und ich meine damit den Varus. Nicht der so. Ihr habt es genau falsch verstanden. Wie immer. Und da exekutiert er sich. Und sich bei mir beschweren, wenn ich es mal aus der See mache. Danke, Creepy. Danke. Also so nett bist. Und ich werde jetzt unter die Nase rein. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit, wenn die One-U-One machen. Wer hat sich damit ab sich exekutieren lassen? Beim One-U-One. Ich meine, der erste Tod war bestimmt auch mit Absicht. Hammer und Schwarzweil gegen Infinity Edge und Phantom Dancer. Plus nochmal 4 Pots. Erkennt man schwer, ich weiß. Aber es sind 4 Pots, vertraut mir. Denn ich bin Profi. Also auf jeden Fall ist Creepy auf Assassinengang. Schwarzbeil. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr damit aus. Nicht wahr, Varox?
Also, du scheinst dich zu langweilen. Du Hobby, du bist das Stück Scheiße. Lass ihn pushen, um ihn dann zu killen, wa? Wer ist dann da wohl im Busch? Auf jeden Fall kann der so. Lol, der hat da gemisst, den Q. Schlitz tot. Alter. Alter. Full life. Überraschungsken. Ja gut. Ich find's gut, dass er nicht so viel spoilert. Er baut nochmal ein schwarzes Beil! Why? Ich hätte auf Ghostpad und so gedacht, aber doch nicht nochmal ein schwarzes Beil. Und er ist tot. Der hätte ja ein schwarzes Beil nicht so viel gebracht. Ich werde ihn denn sogar noch im Endscreen in Rede stellen, warum er sich exekutieren lassen hat und es bei mir immer rumheult. Der Barrier benutzt. Okay, der Varus macht keinen Schaden. Der war es am besten zu benutzen. Warum steht er jetzt auf Karum? Ich glaube, der braucht tatsächlich nochmal schwarzes Ball. Wow. Der hat zum ersten Mal mit seiner Ult getroffen. Digga, was? Willst du mich ficken? Stipp durch Minion! Digga! Das hätte ich jetzt niemals von dir erwartet, dass er von Minion stirbt. Von freaking Minions! Naja. Das Fest des Switches geht auf jeden Fall los, denn das Spiel endet bald. Oder auch nicht. Er lässt ihn schon. Halt dein Maul. Also bei mir ist es vorbei. Ja, bei mir noch nicht, deshalb hat dein Maul. Okay. Ich glaube, Varus ist ein Lappen. Ja, Backport-Animation, freu dich doch. Ernsthaft? Also da wirklich noch Zeit zu schinden. Why? 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 Erstmal doppelt schwarz war halt der Maul. Spiel ist noch nicht vorbei. Alter. Dieser Flash, ne? Der ist so ridiculous und dankeless. Würde er ernsthaft die Minions finishen lassen? Ist es ein verfickter Ernst? Finish das Spiel doch einfach. Der stirbt doch schon an den Minions. Pass auf, was ich sage. Ich sehe, wie seine Lebensleiste langsam verschwindet. Wow, 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 wow.
Digga, was? Digga. Willst du mich ficken? Komm, beende es jetzt. Komm, beende es jetzt einfach. Ja, ich hatte eh das Spiel beendet. Ich erinnere mich so erscheint. Nein, nein. Wie es aussieht, hat Creepy gewonnen. Das 1v1. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Wobei, jetzt noch nicht. So, das Spiel ist jetzt vorbei. Und warum hast du dich exekutieren lassen? Ja, ich höre dich. Nein, er hat ja einen Kill bekommen. Ja, trotzdem. Und bei mir beschwerst du dich immer, oder was? Ich wollte einfach nicht, dass es nur mit einem Item endet. Vor allem, er baut einfach mal doppelt schwarzes Beil. Hast du den letzten Tod von ihm? Vor allem, der noch nicht mal den Schneeball bemerkt, hat ich das gehabt. Aber er besiegt mich ja locker. Und er ist sofort als Reaktion ist offline gegangen. Vor allem, weißt du, was er gemacht hat beim Wave Clean? Er hat geflasht. Einfach komplett random. Ja, gut. Aber er ist auch eigentlich ganz okay von einem Wirbelsturm von mir weggeflasht. Das hab ich gesehen. Ja, das war wirklich geil. Der letzte Tod war der beste von ihm. Er kriegt einen Schnibbel ab, bleib stehen. Surprise! Du musst mir am Ende das Video anschauen. Ey, wenn du dir das hochlädst, kannst du bitte bei diesem letzten Tod irgendwas Geiles dazuschneiden? Nein. Am besten dieses Surprise, Motherfucker. Nein. Bitte. Nein. Ich. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss.